Ich leite die Isochron-Gleichung ab und fange dafür mit der einfachen Zerfallsgleichung an. Die lautet E hoch minus Lambda mal T. Wobei ich für Lambda L schreibe, ist ein bisschen leichter zu handeln. Lambda ist die Zerfallskonstante. Und ich möchte das Ganze hier mal am Beispiel des Rubidium 87 zerfällt zu Strontium 87 Systems machen. Die Halbwertszeit des Systems liegt bei ca. 48 Milliarden Jahre. Der Zusammenhang Halbwertszeit Zerfallskonstante Lambda ist jetzt L ist gleich ein natürlicher Logarithmus, der hier mit Log geschrieben wird, von 2 geteilt durch eben diese 48 Milliarden Jahre und als Zahl brauche ich noch das N und dann kriege ich hier die Zahl für die Zerfallskonstante von 0,0144. Als erstes möchte ich jetzt mal den Zerfall von Rubidium 87 darstellen und dazu plotte ich die Zerfallsgleichung auf einem Zeitintervall von 0 bis 4,5 Milliarden Jahre. Und dann sieht man hier den Zerfall von Rubidium 87. Sieht ziemlich linear aus, hängt aber damit zusammen, dass die Halbwertszeit sehr lang ist. Wenn ich hier mal die Zeit aufziehe, bis in 50 Milliarden Jahre, sieht man sofort diesen exponentiellen Abfall. Als nächstes will ich noch die Zunahme an Strontium 87 darstellen. Und das mache ich als Differenz zum Rubidium 87. Die Gleichung sagt mir, wie viel Rubidium 87 noch da ist. Das heißt, die Differenz von dem, was noch da ist, zu dem, was ursprünglich da war, 1 in dem Fall, ist dann die Menge, die an Strontium 87 dazugekommen ist. Das heißt, ich kopiere hier diese Gleichung, bilde die Differenz zu 1, stelle das Ganze dar, das ist jetzt mit 54 Milliarden Jahren, dann sieht man den Abfall von Rubidium 86 und dann noch die Zunahme von Strontium 87. Ein Isochronenplot ist jetzt ein Parameterplot. Und das bedeutet, man stellt die y-Werte zweier Funktionen gegeneinander dar. Was haben wir jetzt? Wir haben hier zwei Funktionen, einmal die Abnahme an Rubidium 87 und einmal die Zunahme an Strontium 87. Und das stellen wir jetzt gegeneinander dar. Das heißt, im Grunde genommen sind wir schon fertig mit dem Plot selbst. Wir müssen nur noch sagen, dass es ein Parametric Plot ist. Das hier ist dann die x-Achse, das ist die y-Achse, führen wir aus. Und das hier ist dann schon die Essenz eines Isochronenplots. Noch nicht ganz erkennbar und deshalb will ich zunächst mal die Formatierung ein bisschen ändern und habe hier ein paar Formatierungen vorbereitet und Achsenbeschriftungen, damit es ein bisschen schneller geht und plotte das mal hier mit rein. Und dann zeige ich das mal gemeinsam mit dem einfachen Zerfallsplot noch. Also das ist jetzt der Isochronenplot hier, der gleiche wie eben, wie gesagt, nur ein bisschen anders dargestellt. Auf der x-Achse jetzt der Zerfall von Rubidium 87, das heißt, der, was hier der y-Wert ist auf diesem Zerfallsdiagramm. Und auf der y-Achse hier die Zunahme an Strontium 87, das war diese Zunahme entlang der y-Achse hier in dem Zerfallsdiagramm. Die Zeit t ist im Isochronendiagramm jetzt nicht direkt dargestellt. Um jetzt ein bisschen erkenntlich zu machen, dass ein Isochronendiagramm wirklich ist, will ich jetzt mal noch weitere Sachen dazu plotten. Was man im Moment ja sieht, ist im Grunde genommen ein Gestein mit diesem Rubidium 87 Startwert und das ist die Entwicklungslinie dieses Gesteins in diesem Diagramm. Und ich sollte mal wieder nicht 450 Milliarden, sondern 4,5 Milliarden Jahre machen. Und dann ist das hier die Entwicklungslinie in diesem Diagramm. Jetzt mache ich mal noch ein zweites Gestein dazu mit einem anderen initialen Rubidium 87 Wert. Der war ja hier in dem Fall 1, da stand also eigentlich eine 1, macht nur keinen Sinn oder ist nicht nötig, das habe ich weggelassen. Das zweite Gestein soll nur 0,6 der Menge Rubidium 87 haben, wie das erste Gestein. Und dann muss auch das natürlich für das Rubidium 87 das gleiche gelten, also auch 0,6. Und dann habe ich hier eine zweite Entwicklungslinie dargestellt. Und dann stelle ich noch eine dritte Entwicklungslinie da, die soll bei 0,2 des Rubidium 87 liegen, wie dieses erste Gestein. Dann habe ich hier drei solche Entwicklungslinien von Gesteinen. Drei verschiedene Gesteine mit drei unterschiedlichen initialen Rubidium 87 nebeneinander. Ich mache jetzt mal noch die x-Achse, lasse ich auch bei 0 beginnen. Und dann kann man hier schon das Isochron-Diagramm im Grunde genommen ein bisschen erahnen. Als erstes aber, um das deutlich zu machen, will ich jetzt nochmal die Zeit hinzufügen als ein Parameter. Im Moment geht die Zeit hier bis 4,5 Milliarden Jahre.
Und hier möchte ich jetzt einfach ein T-Max von Hand einstellen können. Und zwar interaktiv. Dazu nehme ich einen bestimmten Befehl. Und dann soll T-Max einstellbar sein von 1 Milliarde Jahre bis 4,5 Milliarden Jahre. Und das, was jetzt hier geht, kann es auch anzeigen lassen, wie viele Milliarden Jahre gerade vergangen sind. Und das sind jetzt die Entwicklungslinien der drei Gesteine mit der Zeit. Das bedeutet auch, die Endpunkte dieser Linien haben alle das gleiche Alter. Das heißt, man kann sie in eine Linie reinlegen, diese Endpunkte verbinden und dann haben die alle das gleiche Alter. Das heißt, sie sind isochron und damit ist das dann auch natürlich die Isochrone. Und das möchte ich kurz machen. Mit einem Epilog-Befehl kann ich hier eine Linie mit reinplotten. Dazu muss ich das auch sehen. Und diese Linie soll gehen einmal vom Ursprung 0,0 bis zu einem Zeitpunkt T-Max. Deshalb steht hier ein T-Max. Die Details sind jetzt nicht von zu großem Interesse an der Stelle. So, und jetzt habe ich noch die Isochrone mit reingeplottet. Das hier ist jetzt die Isochrone und jetzt ist der Isochronplot natürlich schon sehr eindeutig sichtbar. Und daraus möchte ich noch die Isochrongleichung selbst ableiten. Dafür ist nicht mehr besonders viel nötig. Ich mache mal kurz das hier weg, das brauchen wir nicht mehr. Und eine Isochrongleichung, beziehungsweise diese Isochrone, ist eine Gerade. Eine Geradengleichung heißt y ist gleich mx plus b. Als erstes möchte ich mal das m rausfinden. Was ist die Steigung dieser Geraden? Und die Steigung dieser Geraden habe ich ja hier, habe ich einen y-Wert und einen x-Wert, beziehungsweise einen x-Wert und einen y-Wert. Wenn ich die dann durcheinander teile, weil wenn die Gerade, ich schreibe es mal hier hin, wenn die Geradengleichung lautet y gleich mx, das b lasse ich mal kurz weg, dann heißt y durch x ist gleich m. Also nehme ich dieses x und das y und teile die durcheinander. Also das hier ist ja das y, das hier ist das x. Und dann mache ich also y geteilt durch x. Und dann ist das die Steigung der Isochrone. Und um diesen Term etwas zu vereinfachen, schreibe ich davor simplify. Und dann bekomme ich hier als, ich muss wahrscheinlich das Lambda mal noch ausschreiben. Das hier oben gibt ein Problem. Das Lambda muss ich auch ausschreiben, weil es sonst belegt ist. Und dann bekomme ich hier als Ergebnis für die Steigung dieser Isochrone raus, minus 1 plus e hoch Lambda t. Oder umgeschrieben kann ich es auch nennen, e hoch, und dann schreibe ich es mal vielleicht schöner rein, e hoch Lambda t minus 1. Das ist die Steigung der Isochrone hier im Isochrondiagramm. Das ist das m. Das x kennen wir auch. Das x ist einfach das Rubidium. Ich mache das mal als Textzeile hier. Ist das Rubidium 87. Ja, das ist ja die x-Achse und damit auch praktisch der. So, das ist die x-Achse hier und damit auch das x. Das heißt, das hier ist das m. Deshalb soll ich das vielleicht auch in eine Klammer schreiben. Das ist das gesamte m. Rubidium 87 ist dann das, nur das Rubidium, ist dann das x in der Gleichung. Und das y ist entsprechend Strontium 87. Und damit ist im Grunde genommen, sind wir schon sehr nahe dran an der Isochrongleichung. Was man jetzt auch mal macht, ist, dass man Isotope als Verhältnisse angibt. Das heißt, hier steht kein Strontium 87, sondern man teilt das dann noch durch ein Referenzisotop. In dem Fall wäre das dann Strontium 87, Strontium 86. Das Referenzisotop wird auch auf der anderen Seite geteilt. Also Rubidium 87 wird auch durch dieses Referenzisotop geteilt. Da stehen auch Rubidium 87 zu Strontium 86.
Und dann kann es sein, dass man noch einen Initialwert hat. Also dass das Ganze hier nicht bei 0 beginnt auf der y-Achse, sondern bei irgendeinem initialen Strontium-Konzentration, schon etwas Strontium 87 da ist. Und da kommt dann das Radiogen dazu. Deshalb addiert man hier auf dieser Seite noch ein initiales Rubidium, Strontium 87, 86 Strontium dazu, also initial. Und das wird hier dazu addiert. Und dann schreibt man das hier gerne noch nach hinten. Und das ist dann die fertige Isochronengleichung. Und so lässt sich die Isochronengleichung aus den Zerfallsgleichungen direkt und auch in relativ wenigen Schritten ableiten. Man muss dann eben noch die isotopenspezifischen Dinge hinzufügen, wie das es Verhältnisse sind. Aber vom Prinzip her ist es das, wie man sich die Isochronengleichung relativ zügig und relativ einfach direkt ableiten kann.